Hallo und herzlich willkommen zu meinem Schwangerschaftsupdate zur 31. Schwangerschaftswoche. Ich dachte, ich mache heute mal wieder was ganz Klassisches, erzähle euch, was so die letzte Woche passiert ist. Nächste Woche kann ich euch dann wieder von meinem Frauenarzttermin erzählen. Da habe ich nämlich wieder einen und da bekomme ich dann, glaube ich, auch diesen roten Schein, den man bei der Krankenkasse wegen dem Mutterschaftsgeld einreichen muss. Aber erstmal zur vergangenen Woche. Ich hatte das erste Mal Geburtsvorbereitungskurs. Ich mache ja auch beim zweiten Kind den Geburtsvorbereitungskurs, jetzt nicht, weil ich nicht weiß, was bei der Geburt passiert oder wie man stillt oder so, sondern einfach nur dieses, sich so ein bisschen mental auf die Geburt vorbereiten, dass es so langsam losgeht. Aber auch den Kontakt zu den anderen Frauen natürlich zu haben. Und man sieht seine Hebamme regelmäßiger als sonst. Und wenn mir da spontan mal eine Frage einfällt, kann man das fragen. Wir sind, glaube ich, so um die 15 Frauen oder so. Und ich bin mit meinem Geburtstermin 25.03. genauso dazwischen. Also es sind ein paar Frauen, die vor mir Entbindungstermin haben, ein paar, die dann im April Entbindungstermin haben. Das ist so eine schön gemischte Gruppe. Es gibt viele Frauen, bei denen es das erste Kind. Ich und noch eine andere, bei denen es das zweite Kind. Und dann gibt es noch zwei Frauen, bei denen es ist schon das dritte Kind. Und das ist eigentlich immer ganz schön, kann man sich schön austauschen. Und mal gucken, ob sich was ergibt dann. Es war jetzt nur das erste Mal, da schließt man jetzt noch keine engen Freundschaften, aber dass sich vielleicht irgendwie was ergibt. Genau, dann, ja, beim ersten Geburtsvorbereitungskurs macht man jetzt nicht so viel. Da wurde halt so ein bisschen der Fahrplan quasi, was wir bei welchem Termin immer besprechen, wo es günstig wäre, dass die Männer mitkommen. Manu wird dieses Mal zu keinem Geburtsvorbereitungskurs mitkommen. Einfach, weil das für uns organisatorisch schwierig ist mit Vince. Also ich kann sowieso, ich glaube es sind sechsmal Geburtsvorbereitungskurs und zweimal kann ich nicht hingehen, weil Manu da Spätschicht hat. Und der Geburtsvorbereitungskurs ist bei uns halt immer erst abends um 18 Uhr. Das heißt, ich bin dann immer erst so gegen 20 Uhr wieder zu Hause und selbst wenn ich Vince bei Oma und Opa abgeben würde. Ich müsste ihn dann 20 Uhr erst dort abholen, dann ins Bett bringen. Das wird mir einfach zu spät, weil er ja normalerweise um 7 ins Bett geht. Und deswegen, mein Gott, die zweimal gehe ich dann halt nicht hin. Das ist ja nicht so schlimm. Und wie gesagt, Manu wird nicht mitkommen, damit er einfach auf Vince aufpassen kann, wenn er denn dann zu Hause ist. Genau, da haben wir so halt so ein bisschen gesagt bekommen, wann es um welche Themen gehen wird. Leider habe ich oder leider verpasse ich als nächstes, beim nächsten Mal kann ich halt nicht, weil Manu Spätschicht hat, den inhaltlichen Kurs, der mich am meisten interessiert hätte. Und zwar ist das dieses, wie sagt man am besten, welche kleinen Mittelchen man nehmen kann, um die Geburt zu erleichtern. Also ich habe das bei Vince Geburt alles gemacht. Also ich habe Leinsamen gegessen und mir diesen Tee mischen lassen. Und muss sagen, dass das wirklich sehr viele, also es hatte positive Effekte bei meiner Geburt von Vince und das will ich diesmal auch wieder so machen. Aber da lasse ich mir einfach beim nächsten Mal nochmal so eine Kopie geben, weil ich jetzt nicht mehr genau weiß, wie die Zusammenstellung von dem richtigen Tee ist und wie viel Leinsamen man jetzt über den Tag verteilt essen soll und so. Wie gesagt, das lasse ich mir einfach dann nochmal geben. Dann haben wir so ein bisschen Schwangerschaftspilates gemacht. Ich habe natürlich immer so die abgespeckte Version gemacht, weil ich ja durch diese Füßenschmerzen eigentlich so gut wie gar nichts machen kann. Und haben so ein bisschen geatmet und sind den Mutterpass durchgegangen. Das war jetzt für mich nichts Neues unbedingt. Also ein paar einzelne Sachen waren schon, die ich vorher noch nicht kannte. War natürlich hauptsächlich für die Erstgebärenden, dass so ein bisschen erklärt wird, was diese ganzen Abkürzungen bedeuten und so. Und wir sind darauf eingegangen, dass ja Frauen wie ich jetzt zum Beispiel nur diese drei großen Ultraschalle machen und dass das auch absolut ausreichend ist. Auf diese ganzen Zusatzleistungen sind sie so ein bisschen eingegangen. Muss man das machen? Sollte man das nicht machen? Sollte man einen Streptokokkenabstrich machen am Ende und tralala? Und so ganz allgemeiner Kram, aber es war eine schöne Runde. Es gab leckeren Tee und Kekse und ich freue mich schon wieder, wenn ich das nächste Mal gehen kann. Das ist eigentlich immer so eine schöne Runde und wie gesagt, man kann sich so mental wirklich so ein bisschen drauf vorbereiten. Jetzt ist es langsam soweit. Weil es ist ja so, bis zum Entbindungstermin, bis zum Errechneten ist es schon noch eine Weile. Aber das Kind kann sich ja durchaus entschließen, auch schon ein bisschen eher zu kommen. Und ja,
Einfach so diese gedankliche Vorbereitung. Dann nimmt mein Körper Dimensionen an, die mir nicht mehr so gut gefallen. Also ich habe das Gefühl, im Gesicht bin ich schon ein bisschen runder geworden. Ich glaube, ihr könnt das noch ein bisschen besser einschätzen, wenn ihr so die Videos so etappenweise seht. Ich finde, es geht noch. Also bei Vince hatte ich ja wirklich so ein Pfannkuchengesicht. Ich finde, es geht noch, aber ich glaube, es wird schon ein bisschen dicker. Das war so das, was mir am Ende dann so überhaupt gar nicht mehr gefallen hat. Dieses runde Gesicht, gruselig. Ich hoffe, es wird diesmal nicht so schlimm. Und ich habe diese Megazellulite, das hatte ich ja schon mal erzählt, echt wirklich richtig krass. Ich habe sogar jetzt an den Armen, nennt man das dann auch Zellulite, aber es sieht wirklich so aus, so, also so ganz schwaches Bindegewebe halt an den Armen. Uah, furchtbar, wirklich. Und man kann natürlich jetzt nicht viel dagegen machen. Ich habe gelesen, Brennnesseltee würde so ein bisschen helfen. Weiß nicht, falls ihr da Erfahrung habt, könnt ihr mir das gerne mal in den Kommentaren schreiben. Ich werde es aber wahrscheinlich mal ausprobieren mit dem Brennnesseltee. Ja, dann gehen die Wassereinlagerungen natürlich los. Da muss ich mal schauen, ob man da jetzt schon Akupunktur machen kann. Weil bei Vince waren ja die Wassereinlagerungen am Ende so schlimm, dass ich in keine Schuhe mehr gepasst habe. Was im März schwierig werden würde. Deswegen muss ich mal gucken, dass ich da irgendwie schon so ein bisschen gegenwirken kann. Und gerade was die Zellulite und so auch angeht, das sieht ja erstens selbst in Jeans dann schon nicht mehr schön aus. Und ich habe auch das Problem, dass die Jeans jetzt langsam auch eng werden. Das kann ich euch dann gleich mal zeigen, wenn ich euch den Bauch zeige, dass dieses Bauchband, was man immer an der Jeans dran hat, schon richtig Abdrücke dann auf dem Bauch hinterlässt, weil es einfach eigentlich zu eng ist. Das ist auch nicht mehr schön. Ständig werde ich gefragt, ob es denn jetzt endlich soweit ist. Jetzt erst wieder vor 2 Tagen im Kindergarten kam eine Mutter auf mich zu. Das ist ja immer noch drin. Ich so, ja, 25. März ist Entbindungstermin. Ach, wären das Zwillinge? Ich so, nein. Also ich werde ganz oft darauf angesprochen, ob es Zwillinge sind, aber finde ich meinen Bauch jetzt gar nicht so riesig. Also All About Anna zum Beispiel, die ist ja, glaube ich, die hat, glaube ich, ihren Entbindungstermin 4 oder 5 Wochen nach mir. Ich finde ihren Bauch wesentlich größer als meinen. So, und ich glaube, sie hat auch einen größeren Bauchumfang. Mein Bauch ist jetzt gar nicht gewachsen, der steht bei 112 cm. Ich glaube, sie ist mit ihrem Bauchumfang schon wesentlich weiter. Ich kann euch ihren Kanal ja mal unten in die Infobox verlinken. Wie gesagt, sie hat quasi die Schwangerschaftsupdates so ein bisschen versetzt, weil sie noch nicht ganz so weit ist wie ich. Aber sie zeigt auch ganz, ganz viel, was sie für das Baby, also sie bekommt noch einen Jungen, alles so Neues kauft und so. Da habe ich mir schon vieles abgeguckt. Haben auch schon festgestellt, dass wir vieles unabhängig voneinander gleich gekauft haben. Weil jetzt letztens hat sie bei Instagram ein Bild gepostet, was sie beim dänischen Bettenlager gekauft hat. Und das hatte ich auch schon gekauft für den neuen Kinderzimmer und so. Ist immer ganz schön zu sehen. Ja, das waren so meine körperlichen Bemängelungen, die ich habe. Vorhin war ich gerade beim Deutschen Roten Kreuz. Das ist bei uns hier am Ort so die Anlaufstelle, wenn man sich in der Schwangerschaft beraten lassen möchte. Und ich war heute speziell da wegen meinem Elterngeldantrag, weil es gibt ja jetzt neu dieses Elterngeld Plus und ich hatte halt hin und her überlegt, ob ich dieses Elterngeld Plus nehmen soll, weil ich ja jetzt beim zweiten Kind 1,5 Jahre zu Hause bleibe. Bei Vince war ich ja nicht mal ein Jahr zu Hause. Ich glaube, ich war 10 Monate zu Hause und dann bin ich schon wieder arbeiten gegangen. Aber jetzt beim zweiten Kind bleibe ich 1,5 Jahre zu Hause und hatte da halt hin und her überlegt mit diesem Elterngeld Plus. Elterngeld Plus heißt einfach, dass man sich das Geld dann aufsplittet. Also man bekommt dann nur die Hälfte des Elterngeldes, dafür aber doppelt so lang. Und habe ich dann halt so im Internet so ein bisschen rumgespielt mit so einem Elterngeldrechner, ob sich das lohnt, ob sich das nicht lohnt. Also bei diesem Elterngeld Plus ist es halt auch so, dass man dann bis zu 30 Stunden arbeiten gehen kann. Und das dann quasi als Zuverdienst hat, dass das nicht angerechnet wird. Und im Endeffekt habe ich mich dann doch gegen Elterngeld Plus entschieden. Das habe ich aber erst heute bei dem Termin gemacht, weil wir es dann nochmal durchgesprochen haben. Aber es bringt mir geltlich nicht so wirklich viel, weil ich gar nicht so viel arbeiten kann, weil ja Manu Vollzeit arbeiten ist. Und ich ja Vince auch noch habe. Ich habe ja nicht nur das Baby, sondern Vincent auch noch. Und das Baby geht ja wirklich erst nach den 1,5 Jahren auch in den Kindergarten. Und deswegen nehme ich jetzt ganz normal meine 12 Monate Elternzeit mit dem ganz normalen Elterngeld. Und danach gibt es ja bei uns, das ist aber bundeslandabhängig, Landeserziehungsgeld. Das gibt es hier bei uns in Sachsen. Das bekomme ich dann, nachdem meine Elterngeldzeit quasi abgelaufen ist, also nach diesen 14 Monaten, bekomme ich dann die restlichen 4 Monate, bis das Kind dann in die Einrichtung geht, bis in den Kindergarten geht, Landeserziehungsgeld. Das sind, glaube ich, 200 € im Monat. Und ja, durch mein
Gewerbe habe ich ja sowieso immer laufend noch Einnahmen und dann bekommen wir das schon so um die Runden ohne dieses Elterngeld plus. Wie gesagt, es hätte mir rechnerisch nichts gebracht, aber das muss jeder für sich entscheiden. Also es gibt da so einen Elterngeldrechner wirklich, wo man da so ein bisschen rumspielen kann mit den Monaten, wie man was. Also man kann ja zum Beispiel auch erst das normale Elterngeld nehmen und dann auf dieses Elterngeld plus umsteigen und so. Also spielt da mal rum und schaut, was für euch einfach so die beste Lösung ist. Wie gesagt, ich habe mich jetzt dagegen entschieden, weil sich es für mich nicht unbedingt rechnet. Ja, wir gucken uns jetzt nochmal den Bauch an. Ihr werdet sehen, dass der sich nicht großartig verändert hat. Schwangerschaftsstreifen hält sich auch noch an Grenzen, aber das habe ich ja bei Vince auch gedacht, einfach weil ich dann den Teil des Bauches nicht mehr gesehen habe, wo sich dann Schwangerschaftsstreifen bei Vince gebildet hatten. Aber die bin ich ja recht schnell wieder losgeworden. Also ich habe dann mir B-Oil gekauft und da habe ich zwei Packungen benutzt. Und mit diesen zwei Packungen B-Oil habe ich es auch geschafft, dass die Schwangerschaftsstreifen ganz, 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 ganz hell lila geworden sind. Und damit kann ich absolut leben. Mal gucken, wie es jetzt ist, ob da noch Schwangerschaftsstreifen kommen. Ich habe da jetzt keine Angst davor. Ich finde es auch nicht schlimm, weil ich halt weiß, wenn ich dann wieder nach der Geburt B-Oil benutze, bekomme ich die relativ hell wieder. Und ja, ich finde das absolut okay. Ich bin sowieso kein Mensch, der irgendwie jetzt bauchfrei rumläuft und sich im Bikini-Pudel wohlfühlt und dass das ja, Top-Kleidungsstück im Sommer wird. Ich bin sowieso eher, dass ich mal gerne so ein Monokini ausprobieren würde. Habe aber jetzt noch nicht so das Teil gefunden, was mich nicht wie meine eigene Oma aussehen lässt. Aber kurze Rede, langer Sinn. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen uns mal den Bauch an. Ja, so sieht es jetzt wie gesagt aus. Ich finde, das geht doch noch, oder? Ich muss immer gucken, dass ich nicht so im Hohlkreuz stehe. So, und dann sieht man hier schon, das ist halt der Teil von der Hose, dass der gerade, wenn ich sitze, schon ordentlich einschneidet. Und das stört mich dann doch ein bisschen, muss ich sagen. Deswegen trage ich schon jetzt sehr, sehr gerne Leggings. Ich habe ja eine Leggings von Verbaudet, die auch hier so einen Teil hat. Und die habe ich damals am Anfang der Schwangerschaft sehr, 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 sehr groß bestellt. Ich habe die in Größe 42, 44 bestellt. Und die sitzt jetzt schön locker, dass es halt einfach angenehm ist. Ich habe bei Vince zum Ende hin auch nur noch dann Leggings getragen. Gut, da war auch Sommer, aber trotzdem ist dann das Angenehmste. Und wir mal so machen. Also es ist nach wie vor so, dass ich finde, dass er doch recht tief auch hängt. Hier im Bauchnabel ist nichts geblubbt. So, und hier seht ihr dann jetzt schon von dem kurzen Tragen der Jeans, wie sich das hier so einschneidet. Das finde ich nicht angenehm. So, und ja, Schwangerschaftsstreifen würde ich jetzt behaupten, sind nicht so doll. Bisschen was wird sich bestimmt. Also bei Vince, wie gesagt, hat sich das dann hier unten gebildet. Das habe ich ja dann gar nicht mehr richtig gesehen. Mal gucken, ob da jetzt noch was kommt oder nicht. Ich habe es immer noch, dass der Bauch ab und zu ganz schön juckt, aber das ist natürlich einfach so dieses, der Bauch wächst, die Haut dehnt sich, da kommt man eigentlich gar nicht drum rum. Das war mein Schwangerschaftsupdate zur 31. Schwangerschaftswoche. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss!